Hallo, das ist der Albert. Ich bin ein bisschen an der Fulda entlang gefahren. Es war schon Nacht, es war schon flach. Und es ist noch mal ein bisschen gelaufen. Ich bin noch mal gute 40 Kilometer weit gekommen. Habe auch noch was zum Essen gekriegt, habe auch noch was zum Trinken gekriegt. Habe auch einen Strom gekriegt für mein Navigationsgerät, was ganz wichtig ist. Das ist wieder ziemlich aufgeladen und ja. Und jetzt kann es losgehen. Ich habe mir die Strecke noch mal angeschaut und morgen wird es wahrscheinlich relativ mega heftig, weil es geht nur auf irgendwelche Plattenwege entlang, irgendwo an der Grenze, Buckel rauf, Buckel runter. Wir sind heute irgendwie die ganzen Buckel rauf und runter gefahren. Entweder habe ich in Erdkunde aufpasst, da hat es eigentlich noch nie ein Gebirge gegeben, aber es geht nur rauf, es geht runter, es geht rauf, es geht runter. Also morgen wird es wahrscheinlich ähnlich, es geht in die Rhön und da wird es auch wieder rauf und wird es wieder runter gehen. Diese Plattenwege machen dann irgendwann völlig verrückt, weil man muss immer am Schauen, dass man diese Löcher reinfährt, das sind diese Längsrillen, das macht bloß noch dunk, 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 dunk. Und solange man konzentriert ist, kommt man eigentlich ganz gut durch. Sobald man aber nicht mehr so aufpasst und ein bisschen fertig ist, dann nimmt man das Ganze mit, weil sobald man in so ein Loch reinfährt, dann sinkt der Reifen jetzt mal 3 bis 5 cm ein und es bremst dann halt so morgen ganz einfach furchtbar zusammen und vor allem muss man auch schauen, dass man dann irgendwo in der Spur bleibt. Das ist das Problem mit diesen Platten, das ist aber ein Teil von der Grenzsteintrophie. Heute war das Wetter fantastisch, die Sonne hat gescheint, das Essen war gut. Der Garmin sagt, ich habe fast 10.000 Kalorien verbraucht. Das kriegt man mit Thüringer Bratwürste fast nicht rein. Also da braucht man auf alle Fälle das Ohr oder andere Bier dazu. Also in diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Ich soll euch nicht zu fest stingen, weil ihr nicht dabei seid. Es macht riesig Spaß. Heute hat es passt, Wetter war schön und morgen wird es nur mal ein bisschen härter. Wahrscheinlich auch nur mal schöner. Pfiat euch, bis zum nächsten Mal.